und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine kleine Deko, die ihr zum Beispiel auch für den Garten benutzen könnt oder für einen Blumentopf oder für sonst was. Und zwar habe ich hier ein Blümchen gebastelt. Das hier ist jetzt fit für draußen, das ist lackiert und so. Das kann man natürlich auch alles, wenn man es für drinnen braucht oder möchte, muss man es natürlich nicht lackieren. Aber das hier möchte ich in den Garten stellen. Dieses süße Blümchen habe ich aus solchen Dingern gemacht. Das möchte ich mit euch zusammen in diesem Video machen. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. So, also für dieses Blümchen brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plastiklöffel. Ich habe hier so einen Muggelstein für die Mitte. Dann habe ich noch hier so ein kleines Rundholz zugesägt auf 30 cm. Da kann man natürlich auch, wenn man es drin benutzt, Strohhalme benutzen, obwohl ich nicht weiß, könnte ein bisschen zu schwer werden. Man kann sich einen kleinen Ast suchen, ein kleines Stöckchen. Man kann auch einen Bleistift nehmen zum Beispiel. Dann brauche ich Heißkleber. Dann habe ich hier angemischte Acrylfarbe. Ich nehme immer so Marmeladendeckel. Und dann habe ich noch lackiert mit Klarlack. So, als erstes müsst ihr euch die Löffel. Ich schneide hier den kompletten Stiel ab. Also ich schneide das hier in der Falt ab. Das splittert ein bisschen. Das kommt wahrscheinlich auch auf die Art der Plastiklöffel an. Ist aber jetzt hier auch nicht so schlimm. Man muss halt so ein bisschen die Hand drauf haben, dass die Splitter nicht überall rumfliegen. Das fuddel ich mir einfach ab. Das kommt gleich in den Müll. So muss das dann aussehen. Und das mache ich jetzt mit allen 8 Löffeln. Da muss ich jetzt doch mal die Unterlage nehmen. Ich hoffe, das klappt mit dem Fokus. So, jetzt nehme ich mir 4 Stück. Die anderen 4 kommen erstmal zur Seite. Und die klebe ich mir jetzt so rum. Zusammen. Klebe ich erst von der einen Seite so ein bisschen Heißkleber an den Rand. Und dann hier. Einfach 4 Stück so über Kreuz. Nee, heißt das so? Weiß ich nicht. Ihr seht ja wie. So, wenn das ein bisschen angetrocknet ist, mache ich mir hier hinten nochmal Heißkleber. Das ist ja schief. Na egal. Mache ich mir hier hinten nochmal so ein bisschen Heißkleber auf die Schnittstellen. Und lasse den dann erstmal gründlich trocknen. Wenn das getrocknet ist, drehe ich mir das Ganze wieder um. Und dann mache ich hier 4 Stück versetzt drauf. Das ist ein Hundehaar drauf. So, und die mache ich, klebe ich auch nicht in der Mitte zusammen, sondern ich mache mir hier hinten so ein bisschen Kleber drauf. Wenn der Heißkleber getrocknet ist, machen wir erst eine erste Schicht Acrylfarbe drauf. Man kann natürlich auch direkt Lack nehmen, wenn man das hat. Aber ich möchte es natürlich in Rosa. So, ich mache das auch von allen Seiten. Ich meine, es ist jetzt gar nicht so schön, dass man es sich von hinten unbedingt angucken muss. Aber falls man es doch mal sieht, möchte ich nicht, dass das so halb aussieht. So, also mache ich hier so
bisschen schwuppdiwupp. So, wenn das getrocknet ist, dann in meinem Fall muss ich noch eine zweite Schicht drüber machen. Das müsst ihr natürlich gucken, ob euch das so reicht, ob es deckend genug ist oder ob ihr nochmal drüber gehen wollt. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine zweite Schicht Acrylfarbe drüber und lasse die dann auch wieder trocknen. So, nachdem die zweite Schicht getrocknet war, habe ich jetzt noch einmal Lack drüber gemacht, Klarlack. Da habe ich diesen Sprühklarlack vom Action genommen, der ist für innen und außen. Habe den trocknen lassen und jetzt fehlt nur noch das Finish. Und zwar würde ich jetzt diesen Glasstein hier in der Mitte aufkleben. Dann ist von unten immer noch nicht trocken. Und dann möchte ich jetzt noch meinen Holzstab ankleben. Auch das mache ich mit Heißkleber. Und zwar drehe ich mir das dafür um. Gucke, wo will ich den hinsetzen. Ich glaube, hier ist am besten. Dann mache ich hier ein bisschen Heißkleber hin. Also ein bisschen mehr. Leg den hier rein und dann mache ich nochmal ordentlich Heißkleber drauf und wenn das getrocknet ist, ist die Blüte fertig. Dann haben wir genau dieselbe Blüte wie diese hier. Und die kommt dann in meine Beete. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst dem Kanal gerne ein Abo da und dem Video gerne ein Däumchen hoch. Dann kriege ich so ein bisschen Feedback und weiß Bescheid. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann schaltet auch gerne die Glocke an. Und guckt auch gerne in meinem Etsy-Shop und in meinem Insta-Sale-Kanal vorbei. Die sind beide unten verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!